leg einmal versöhnlich die Hand auf Eldan Gorbas und auf Jalans Oberschenkel. Dann nickt ihr freundlich zu, das ist nett von euch. Ja. Nun, aber wir sollten uns vielleicht wirklich zurückziehen. Ich weiß nicht, ob es sich so gut macht, wenn wir hier im Thronsaal stehen und über derlei Dinge reden. Wir haben noch eine probate Villa und außerdem will ich nach meinen Kristallen gucken. Wir, Rohaya von Gareth, suchen nun nach Helden. Nach Helden, die wagemutig genug sind, für uns an unserer Stelle in die Stadt der Schwarzen Drachen hervorzudringen. Denn das schwarze Wahrung. Ich trete vor. Ich trete ebenfalls nach vorne. Ich trete auch vor. Wenn es gegen den Drachen geht, immer. Ich glaube, Wabel mir etwas ermutigend auf die Schulter, wenn er neben mir steht. Gute Entscheidung. Gut, Eldad würde sich mal neben Isarun stellen. Ja, da muss ich ja folgen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Richtig. Sagt einmal, darf ich euch immer noch Kollegen nennen? Natürlich, natürlich. Ich habe noch ganz viele alte Freunde. Neben euch tritt ebenso Asavo an die Seite von Isarun. Wird ebenso abknien. Ich lächle Asavo zu. Wir haben Helden gesucht und wir haben Helden gefunden. Wir werden weitere Details mit Ihnen später besprechen und bedanken uns bei Ihnen. Die Helden dürfen abtreten. Kabaskan Draxin! Wieso, dass du dich umdrehst zum Gehen, merkst du, wie Saldor Foslarin dir einen wissenden Blick zuwirft und er wird dir auf Attack zu verstehen geben, dass er mit dir sprechen möchte. Alles klar, Kiaras, sammel doch mal gerade unsere Leute zusammen und sprich mit Ludolf über diesen Unterallertissen. Also gut, du wirst beschäftigt sein? Ja, ich muss mit der Spektabilität sprechen. Derweil stellt sich Trondvik von Bregelsaum neben Abelmir und hält wohl gerade so eine schöne Blume in seiner Hand, dreht sich so ein bisschen. Das ist eine schwarze Rose, die er dir entgegenhält. Ach, Abelmir, extra für euch aus meinem Garten. Oh, vielen Dank. Ein wirklich prächtiges Stück. Sehr gern. Ich habe mich über die Einladung und das Vertrauen in mich gefreut. Geht also nach Wahrung. Ich denke schon. Ich würde euch ja begleiten, aber berichtet mir doch am besten, was ihr dort vorgefunden habt. Sagt Markgraf, mein guter Freund, habt ihr schon einen Namen für diese Rose? Für diese Rose? Schlag mir etwas vor. Es ist eine eigene Züchtung aus meinem Garten. Ich habe sie gekreuzt mit einigen anderen Kreuzblütlern. Wir könnten sie zu Ehren einer guten Freundin nennen, die ich nun in Punin gerettet habe. Die Pruzi. Die Pruzi? Was hattet ihr denn von der... Ihr seid so in Schwarz gekleidet und... Heldenhaft wie ihr seid, würde ich sie auch gerne nach euch benennen. Oh, das ist zu viel der Ehre. Nennt sie doch die Morenia. Morenia, ein wunderschöner Name. Wenn ihr sie so nennen wollt, nehme ich diese Ehre natürlich gerne an. Er schaut aber einmal sehr verletzt in Richtung von Jalan. Mit euch rede ich nicht. Aber ja, eine Morenia, ganz ausgezeichneter Name. Habt ihr gut ausgesucht, Herr Habelmir. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für diese wertvolle Gabe. Wann wurde schon mal eine Blume nach einem Helden benannt? Nun, vielen Dank. Er lehnt sich so ein bisschen rüber zu dir. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr mit Jalan nach Wahrung reist. Ihr könnt ihm nicht trauen. Was meint ihr damit? Er hat meine Tochter umgebracht. Das wisst ihr doch. Oh, ja. Sicher. Ja, dann lächelt er dich wieder freudestrahlend um, steckt dir die Rose an dein Revers und dreht sich um. Dabei kann Isarun bei Saldor Foslarin eintreffen. Burgesen. Oh, ja, Spektabilität. Wahrung, das heißes Gebiet. Oder eiskalt. Allerdings. Ganz wie man will. Das stimmt wohl, aber man wird dort gebraucht. Man wird da wohl gebraucht, ei. Aber ihr könnt da nicht rumlaufen wie ein Pfeil des Lichts. Ich hatte befürchtet, dass ihr so etwas sagt. Es wird eine, wie nennt man diese Missionen?
verdeckte Mission? Verdeckte Operation, ei. Ah, ich werde euch einen Erlass sein, das Pens ausstellen, dass ihr nicht in eurer weißen Robe umherlaufen sollt oder könnt. Dürft. Seht euch an, wie auch immer es die Mission erfordert. In Schwarz. Ah. Selbst wenn ihr die Gewänder wie Morenes anlegen müsst, tut es. Tut, was immer ihr wollt. Vertraue euch. Sie, wie Isarun so ein bisschen erschaudert bei dem Gedanken daran, sich wie Abelmeer zu kleiden. Vogelsen, du bist jetzt nur mager. Wenn du irgendwas aus den Giftschränken brauchst, meinetwegen Artefakte oder sowas, sag Bescheid. Du musst sie nicht benutzen, aber sie können für deine Tarnung vielleicht hilfreich sein. Ah, das stimmt vielleicht, ja. Ich komme darauf gerne zurück, wenn ich mich ein wenig erholt habe. Es ist viel passiert. Vielleicht kann ich morgen einmal vorbeikommen. Ja, nimm dir deine Zeit. Spurgelsen, ich will nicht, dass du da drüben stirbst. Ich brauch dich noch. Ich werde mein Möglichstes tun, so frech wie immer zurückzukommen. Du kriegst sonst richtig Ärger von mir. Davon gehe ich aus. Das will ich nicht. Gut, Spurgelsen, abtreten. Jawohl. Ich kehre zu meinen Gefährten zurück. Ja, ich habe in der Zwischenzeit die Rasselbande zusammengesammelt, um sie mitzunehmen. Damit wir besprechen können, wie wir das machen. Ja, so könnt ihr in eure eigene kleine Villa, die ihr von Luda von Bertlingen geschenkt bekommen habt. Es ist eine lange Zeit, die ihr dann von dem Schlossviertel in Richtung des Villenviertels laufen müsst. Immer noch die rauchenden und brennenden Trümmer des gesplitterten Berges mit den sogar gräußlichen Artefakten des Gaius Cordovan, Eslam Galotta, die dort liegen, teilweise auch von Borberat. Dann erreicht ihr eure eigene Villa und könnt dort in der kleinen Bibliothek Platz nehmen. Was wollt ihr tun? Maja von Gareth, zurück von den Toten. Niemals zurück gewesen. Ja, und auf die positive Art und Weise zurück von den Toten, nicht auf die unangenehme Art und Weise, die wir in der Mark viel zu häufig gesehen haben. Muss man heute wohl bittererweise dazu sagen, ja. Warum also? Ich denke, unsere Aufgabe ist offensichtlich. Wir müssen diesen verdammten Drachen ablenken, damit er nicht hier auf die Idee kommt, herzukommen. Ja. Was genau denkt ihr, will sie dort? Ja, den wahren Namen. Das haben wir auch schon besprochen. Ja, den wahren Namen. Was denn mit deinen anderen Ketzern spielen? Ach ja. Ich muss doch sehr bitten. Chaos. Aber er hat ja recht. Was denn? Es ist doch die Wahrheit. Ja. Was die Wahrheit ist, bestimmt Prius. Und für den spreche ich. Nein. Danke auch was. Wie vermessen ihr sprecht. Habt ihr auch keine Demut mehr gelernt? Vielleicht sollten wir uns alle etwas beruhigen. Ja, also, ich habe... Herr Greifenberg, ich muss euch sagen, ihr solltet eure Zunge zurückfahren. Ich mag ja einer von den ruhigeren Gesellen sein, aber einige meiner Brüder, die würden euch gar unfreundlich behandeln. Ich meine, einige eurer Brüder, die sich zu fein sind, um aus der Stadt des Lichts herauszukommen und für das Volk zu kämpfen. Diese Brüder, meine Brüder, die erkannt haben, dass es wichtig ist, geheimes Wissen geheim zu halten und zu beschützen und nicht wie irgendwelche marodierenden Banditen durch die Stadt zu ziehen. So, wenn ihr euch jetzt alle nicht gleich beruhigt, dann will ich euch recht geben. So. Gut, haben sich jetzt alle beruhigt. Beruhigt ist das falsche Wort, aber ich kann es akzeptieren. Gut. Sagen wir einfach, wir werden schon noch zu einer Übereinkunft finden. Wir müssen jetzt über Wichtigeres reden, als über eure kircheninternen Streitigkeiten. Also. Wir müssen auf Wahrung, um den wahren Namen zu finden. Den brauchen wir, um den Drachen zu töten. Ganz einfach. Haben wir dafür nicht die Kugel und die Axt? Genau, dafür brauchen wir den wahren Namen. Genau, man muss den wahren Namen in die Kugel einsprechen, einzaubern. Und nur dadurch kann die Axt den Karfunkel eines Drachen vernichten. Ich dachte, Abelmeer, habt ihr es erzählt? Ich bin nicht mehr sicher. Irgendjemand sagte doch, dass der schwarze Drache seinen eigenen Karfunkel vermutlich nicht mehr bei sich hat. Doch, den hat er. Und das Problem allerdings ist aktuell, dass er versucht, seinen Namen zu verändern. Das geht? Der Drache versucht, wieder lebendig zu werden, wie wir herausgefunden haben. Er hat sich die Flamme von Hydrakor gekrallt und
Damit versucht er gerade einen neuen wahren Namen zu bekommen. Einen wahren Namen, der sich aus seinem eigenen alten Namen zusammensetzt, aus dem des goldenen Drachen und aus dem Sternbild des Drachen selbst. Er ordnet also wortwörtlich seine eigenen Sterne neu. Genau, das gesamte Bereich, das gesamte Gebiet um Werheim herum ist eine einzige riesige Gebule, in der er sein Ritual durchführt, um wieder lebendig zu werden. Aber ist dies nicht... Das Pforte zu zerbrechen und nun damit die gesamte Welt zu vernichten. Warte, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Naja, Drachen machen sowas halt. Jetzt frag doch nicht so dumm. Wir vermuten ebenfalls, dass es etwas mit der Utas Pforte zu tun hat. Wir haben eine alte Troll-Stele, ein altes Troll-Denkmal, ich weiß es nicht, was es ist, gefunden. Naromelis, die Sternbilder, die wir dort fanden in trollischer Raumschrift, deuteten darauf hin, dass der Drache irgendetwas mit Utas Pforte anstellen will. Abelmir, er war doch dabei in Romulus. Dachte, ich würde gerade ins Bild gesetzt. Aber vielen Dank. Und auch unser werter Sindiani. Ich darf mich übrigens vorstellen, Asavo Jutskok. Ich bin, wie vielleicht schon an dem Namen aufgefallen ist, ich bin verwandt mit Walner Jutskok. Mehr als Wissensbewahrer. Ein sehr netter Mann. Ich würde immer wieder meine Grüße ausrichten. Definitiv. Und ein sehr kompetenter Geweihter, der uns gezeigt hat, wie man durchaus aus diesem Draconomikon, dessen wir habhaft werden konnten, durch einen Nekromanten, den wir getroffen haben, während wir Rondrigan Paligan befreit haben, wesentliche Informationen ziehen konnten. Asavo holt einmal das schwere Buch, diesen Folianten mit den Schuppen darauf heraus. Hat er wahrscheinlich dann euch nicht abgenommen, aber sicherlich dann irgendwie verwahrt während der Reise. Und kann sie dann aufschlagen. Wieder neben vielen, vielen anderen Namen und dem Weezer vor, den verschiedenen Präsenzen und den Aspekten der Drachen. Ihr könnt Namen nennen wie Gorfanior, Ferakinor, Brakanor, Eldar, teilweise auch Agapyr und Atlasar, die euch was sagen, blickt er dann auf die Runenglyphe von Rassasor. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist sehr unbequem. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm, auch euch jetzt endlich in alles einweihen zu können, nachdem wir ein bisschen was geheim halten mussten. Das Buch wirkt aktuell so ein bisschen auf euch wie ein finsterer Mahlstrom. Wo habt ihr das noch gleich her? Von einem Nekromanten? Ja, genau. Von einem Nekromanten, richtig. Das scheint mir nicht eure Art zu sein, von ihren Büchern anzunehmen, Isarun. Sind wir sicher, dass es nicht gefährlich ist? Ja, wir haben es bereits gründlichst untersucht. Es ist tatsächlich... Nur ein normales Buch mit weiteren Kommentaren. Er schlägt das Buch wieder zu und schiebt das einmal Eldan Gorbas hinüber. Verzeiht, Ero Gnaden, wenn ihr vom Hüterorden seid, dann dürft ihr es sehr gerne verwahren. Oh, es wäre mir eine Ehre. Das ist einer der Vorteile, die wir haben. Unsere Feinde scheinen untereinander zerstritten zu sein, dass es gar unter den Untoten drei Fraktionen aktuell gibt. Und die anderen beiden Fraktionen sehr wenig gut zu sprechen sind zu dem Drachen, der versucht, sich von seiner finsteren Herren zu lösen. Wen genau gibt es denn? Es gibt den Drachen und seine Untoten in Wahrung. Und dann? Für wen hat die Frau gearbeitet, die wir in Romulus aufgegriffen haben? Das war doch diese mit dem seltsamen Namen Skirre... Skarresand oder so etwas? Unwichtig. Nun ja, eine weitere Fraktion ist mit diesem Seelensammler verbündet. Ich glaube, dem sind wir ja bereits einmal begegnet auf dem Weg nach Zorgan. Ja, das war ein wahrer Traum, dem zu begegnen. Ja, auf jeden Fall, die Fraktionen sind der Drache, der Seelensammler und dann nun ein Nekromantenbund, könnte man bezeichnen. Ja, wie nannten sie ihn noch? Nekromantenrat oder so etwas? Ich nehme an, ein solcher Rat konnte sich nur in der Varunkai etablieren. Nun ja, jedenfalls sind diese Fraktionen untereinander zerstritten. Sie konkurrieren darum, wer dieser dunklen Meisterin besser dienen kann, beziehungsweise im Fall des schwarzen Drachen wollen sie ihn loswerden, weil er eben seine Herrin loswerden will. Genau, und seine Herrin ist sauer auf ihn, weil er seinen Pakt brechen will. Taktiere, die gegeneinander kämpfen. Was sonst ist neu? Wie können wir das zu unserem Vorteil nutzen?
Und wenn der wahre Name des Drachen Wahrung ist, kann er ihn wohl nicht selbst bewachen. Ja, aber da ist dieser Nekromantenrat. Wie wollen wir denn damit umgehen? Nun, einem Nekromanten ist wesentlich leichter, das Haupt von den Schultern zu trennen als einem Drachen, denkt ihr nicht? Mit ein wenig Hinterlist und Geschick wird das gehen. Nun, der Anführer. Ich kenne mich in Wahrung selber nicht aus, allerdings habe ich von einigen Schriften gelesen, dass Lodoth Mangrace wohl der skrupelloseste Alchemist sein soll, der sich seit geraumer Zeit dem schwarzen Drachen an den... Er hat sich immer an den Leib geworfen. Sagt einmal, Abelmir Jalan, habt ihr den nicht sogar mal getroffen? In der Tat. Er war... interessant. Er war ein Feigling. Ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja, er stand auf seinem Berg und hat seine erhobenen Unterhunden die Arbeit machen lassen. Er wurde verflucht von der Herrin der Albträume. Er ist zwar kein Pakt mit ihr eingegangen, sehr wohl wird er von einer untoten Dämonengestalt verfolgt. Verfolgt? Ja, in des Nachtens wandelt er wie ein solcher Untoter, beziehungsweise ein Dämonengestalt, die mit herausragenden Fleischbrocken oder so etwas hinter ihm steht. Und des Tages ist er einfach nur ein alter Alchemist. Können wir dies zu unserem Vorteil nutzen? Wenn er mit einem Dämon beschäftigt ist, kann er wohl seinen Pflichten gegenüber dem Drachen nicht so gut nachkommen. Nun, dann warum soll es nur das Totenwetter geben? Ich denke, wir müssen die anderen Untotenkulte nicht aktiv benutzen. Ganz im Gegenteil, wenn wir den Drachen ablenken, werden sie für uns die Drecksarbeit tun und selber versuchen, Initiative zu ergreifen. Sobald sie eine Schwachstelle sehen, werden sie ergreifen wollen. Nun, auf eines kann man sich verlassen. Die Untoten oder die Paktierer werden immer versuchen, sich gegenseitig in den Rücken zu stechen. Und wenn wir ihnen einfach eine Ablenkung geben, sollten sie es auch tun. Alles, was wir machen müssen, ist sie für den Augenblick ignorieren, während wir uns um den Drachen kümmern. Und dann bringen wir die Sonne nach Wahrung. Nein, wir wollen nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns erregen. Wir wollen immer noch den wahren Namen haben und da rauskommen. Wenn wir ein paar Paktierer erledigen können, tun wir das nebenbei. Das tun wir doch immer. Aber wir sollten außerdem so viele Schriften wie möglich sicherstellen. Sind dort nicht sicher. Mir fällt jetzt auf, dass Rafim nicht hier ist. Er hätte sich die Hände gerieben. Er hat andere Aufgaben, oder er versucht, eine Aufgabe für Kor zu erledigen. Ah. Und für Sumo. Ich nehme an, er will diesen wahnsinnigen Irren nachgehen. Es gibt viele wahnsinnige Irre. Welche meint er genau? Wir haben letztens einen aufgegriffen. Er behauptet, er wäre von Kor gesegnet, gezeichnet, geweiht, meint er sogar. So einen Irren. Nannte sich Blutfaust. Wie sich ergab, war er nicht von Kor gesegnet, sondern hatte seine Seele an den jenseitigen Mordbrenner verpfändet. Das ist ungut. Habt ihr ihn gerichtet? Nach dem, was ich höre, ist er bei diesem Brand gestorben. Ich habe auch keinen Leichnam gesehen. Sein Schwert liegt noch vergraben. Also haben die Torwaler ihn mehr oder weniger gerichtet? Ich weiß es nicht. Alles, was ich sah, war ein gleißender Bannstrahl und danach lange Zeit nichts. Einige entkamen, einige wurden von meinen Brüdern und Schwestern, die noch ein wenig sehen konnten, gerichtet. Einige kamen im Feuer um. Wie war das jetzt genau? Also ihr habt gesagt, die Torwale haben sich eingeschlichen und euer Haus angezündet. Und wo kam dann der Bannstrahl her und warum war dieser... Alboin Invictus hat Praias heiligen Zorn auf diese Welt hinabgerufen, um diese Torwale zu strafen. Aha. So. Und weil Praias mit den Rechtschaffenen ist, hat er geantwortet. Das klingt... Rechtschaffene Diebe. Ich bitte euch doch sehr, Keras. Ihr habt doch, glaubt doch mal nicht diesen Lügen, dass der Schädel gestohlen worden wäre. Wir waren dort. Natürlich wurde dieser Schädel gestohlen. Und dann habt ihr auch diesen unfähigen Verwalter kennengelernt. Nun, er tut sein Bestes dort. Der Schädel ist das heilige Anrecht des Bannstrahlordens. Okay, wir können also auf Rafim keine Rücksicht nehmen. Schade. Vermutlich nicht, nein.
Selbst wenn der schwarze Rassasaur sich nicht in seiner Pyramide aufhält, haben wir trotzdem immer noch zwei Drachen, die diese Pyramide umkreisen. Zumindest gehe ich davon aus, dass er seine Trabanten nicht mitgenommen hat. Oberoch und Daimoroch, zwei mächtige, andere untote Drachen. Die haben wir vielleicht aus dem Weg geräumt. Wir sind tot. Wir sind schon tot. Nun, wieder tot. Gut. Das macht uns den Sturm wesentlich einfacher oder unser Eindringen, wie auch immer wir es dann vorziehen. Ich weiß noch, dass ein gewisser Murak, die Ziforica aus dem Beschwörerkreis von Brabak, ebenso gesucht wird, beziehungsweise vermisst wird in Brabak. Und aktuell gehen wir davon aus, dass er sich dem Nekromantenrat angeschlossen hat. Er ist ein Meister der Morkanen. Wissen wir mehr über den Mann? Aber mehr könnt ihr vielleicht etwas herausfinden? Nun, ich könnte gewisse Erkundigungen über diesen Herrn einziehen. Ich werde mein Bestes tun. Ich bin mir sicher, in eurer neuen Gilde wird man euch bereitwilliger Auskunft geben. Also gut, das ist eine gute Recherchemöglichkeit für euch. Wenn Sie etwas wissen, werden Sie es mir sagen. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir aufbrechen, werde ich noch vorher einmal in den Tempel zurückkehren und eine Liste zusammenstellen lassen mit sinnlichen Werken, die dort zu erwarten sind. Vielleicht kann ich mich ja schon ein wenig vorbereiten, damit ich weiß, was wir alles mitnehmen. Ich befürchte zwar, dass wir auch einiges direkt vor Ort vernichten müssen. Ja, wir werden wahrscheinlich das meiste vor Ort vernichten und wir werden nicht lange dort bleiben, um großartig viel einzusammeln. Und doch, wir werden reingehen, vielleicht finden wir die beiden Hexes, die bereits vorgeschickt wurden, wenn die überhaupt so weit gekommen sind oder noch leben. Wir werden sie wahren Namen krallen. Der Drache wird vermutlich seinen Hort in Wehrheim verlassen. Vielleicht kann Ansbind von Raben und die Gelegenheit nutzen und er und die Gegner reiben sich gegenseitig auch, wenn wir Glück haben. Und wartet. Hin. Welche Fex-Geweihten? Ja, die Answin losschicken wollte. Answin von Rabenmund Answin. Genau. Answin, der Ältere von Rabenmund Answin. Ja, weiß ich. Genau dieser. Alle recht jung. Schickt die Fex-Geweihte nach Wahrung, um den Namen des Drachen zu stehlen. Also eigentlich schickt er die Fex-Geweihten erst zu dieser Eila von Schattengrund, um die Posaunen von Perikum zu holen, um dann weiter nach Wahrung zu gehen. So war das. Da sollten wir übrigens auch vorbei. Wir sollten über Romulus gehen und schauen, ob wir das Schwert der Schwerter finden. Wir müssen Rohaya diese Fehde ausreden. Oh, seit und ihrer kaiserlichen Majestät. Ja, nein, ihr wisst das ja noch gar nicht. Kiaras hat seinen Schatten verloren, aber mein Schatten hat seinen Schatten umgebracht. Also gewissermaßen habe ich seinen Schatten umgebracht. Denn er will unsere Schatten töten. Euren Schatten? Ja, mein Schatten wurde gestohlen und seitdem denken einige durchgeknallte Kultisten, ich wäre ein Hochgeweihter. Hat dies mit unseren Nachforschungen, was die Statuen angeht, zu tun? Oh ja, wir haben einen weiteren Kult ausgelöscht. Die haben gedacht, ich wäre einer von ihnen. Wollt Kiaras Arm in die Hand nehmen, darüber verstreichen? Tatsächlich, kein Schatten. Ja, was es ist hier? Ein wenig beunruhigend, aber naja, was soll ich sagen? Ich habe eine Lösungsmöglichkeit gefunden, um das zu lösen. Ich vermute, ich muss den Paktierer finden, der das angerichtet hat. Eine häufige Lösung. Ja. Meist sehr aufwendig. Ich höre von einem Eremiten, der in einer Hütte wohnt und so im Licht badet, dass im ganzen Raum keine Schatten geworfen werden. Nun, ich bevorzuge es eher in Wasser zu baden als in Licht, aber naja, wenn wir es schaffen bei Gelegenheit, wenn wir in Romulus vorbeikommen, diesen Battlemönch zu finden, sollten wir nochmal den Chaos machen. Was hat der mit dem 13. Erzdämon zu tun? Er hat nur einen Schatten geklaut. Aber er dient doch an einem anderen. Ja, das mit den 13. Die sind nur der Meinung, ich wäre einer von ihnen, weil ich keinen Schatten habe. Scheinbar ist das ein Zeichen für eines Hochgeweihten ihres Kultes. Die Schattenmanipulation ist auch eine Spielart der dunklen Magie. Also das hat nicht unbedingt etwas mit diesem Rattendämon zu tun. Nun, Eldan, ihr wart doch Magier. Ich überlasse es euch, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich werde mal die Bücher studieren. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass ich mein Wissen weitergeben kann, aber ich werde einmal die Bücher studieren. Aber es wird nicht einfach, das kann ich euch versprechen. Ein Schatten ist
So einfach, wie man sich das vorstellt. Wir müssen jemanden finden, der uns eine gute Tarnung empfehlen kann. Ich kenne mich mit so etwas überhaupt nicht aus. Was ist denn mit Ömer? Nun, der ist doch verschwunden. Von dem haben wir seit Ewigkeit nichts gehört, wie es dem wohl geht. Ihr ist denn aus, Jalan Abelmir? Ihr wart ja schon mal in diesem dunklen Landstrich. Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der jemanden kennt, der sich dort heimischer fühlt und weiß, wie die Sitten und Gebräuche dort sind, auch so hinsichtlich der Garderobe? Nun, Belchirascha ist tot. Ragnar ist tot. Mir würde nur eine Person einfallen, die wir kennen. Emrod ist tot. Oh, ihr denkt doch nicht. Oh, doch. Aber nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie sich rumtreibt. Wie denn? Gut, findet sie, ladet sie ein. Azariel. Ach ja, die kennen wir ja auch. Was seid ihr verrückt geworden? Nun, wir wissen nicht, was sie umtreibt, aber... Sie wäre eine Möglichkeit, in die Schwarzlande unbehelligt zu gelangen. Und sollte sie nicht aktuell irgendwo auf Maraskan sein? Ich bin mir sicher, Abelmir wird Wege und Mittel haben. Ruf einfach dreimal ihren Namen, wenn das wirklich mit der Magie der Namen so einfach funktioniert. Nun, ich fürchte, das wird so nicht funktionieren. Ich werde... Probieren wir es doch aus. Erkundigen und eine Runde. Gut, ich probiere das einfach aus. Seid ihr beknackt geworden? Gut denn? Das frage ich mich auch öfters in letzter Zeit. Ihr könnt doch nicht dieser Person vertrauen. Ihr sprecht doch hoffentlich nicht von der guten Dame Azariel Scharlachkraut, oder? Ja, natürlich spreche ich nicht davon. Beknackt, sag ich. Ja, sie hat in der Vergangenheit immer wieder und oft den Wunsch geäußert und ihre Handlungen so befähigt, den anderen Trägern der Splitter der Dämonenkrone, sagen wir, die Suppe zu versalzen. Und ihre Informationen haben sich mehr als einmal als akkurat erwiesen. Aber ja, dann verstehe ich das gerade richtig, dass ihr versucht zu predigen, dass ihr der einzig wahre Gläubige von Preuer seid und gerade versucht, uns dazu zu überreden, einer Barbarianerin zu glauben. Ich meine, selbstverständlich bin ich nicht Preuers einzig wahrer Gläubiger. Eldan Gaumas hier steht genauso in seiner Gunst. Wir haben nur einige Differenzen über, sagen wir, die weltliche Verwaltung der Kirche. Es steht außer Frage, dass wir ihr nicht trauen können, aber sie ist eine Möglichkeit, wenn wir uns trauen. Ach, haben sie nicht besonders angsteinflößend, ehrlicherweise. Dann können wir auch gleich Harfax anrufen und fragen, ob er uns seine Paktierer zur Seite stellt. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn wir dreimal Harfax sagen. Ich möchte davon abraten, solcherlei Dinge zu tun. Namen haben tatsächlich Macht. Sollte vorsichtig so etwas sein. Ihr solltet auf den Kollegen hören. Ihr gehört, wenn ihr seinen Namen dreimal preist, läuft euch Blut aus der Nase. Ich hoffe, ihr habt sowas nicht ein einziges Mal gesehen. Ich weiß ja nicht, was man da oben bei euch treibt, aber... Ich muss euch doch sehr bitten, Eltern. Was glaubt ihr eigentlich von mir und meinen Brüdern? Wir sind immer noch der Wandstrahl. Welchen Namen jetzt, Jalan? Den von Helme. Aha. Man hört gar... gar seltsame Dinge. Also aus der ganzen Marke seltsame Dinge. Und lasst mich euch sagen, nicht die Hälfte davon ist wahr. Das meiste ist Tavernengewäsch. Hondrigan Paligan müsste doch wieder in die Stadt zurückgekehrt sein, richtig? Ihr habt ihn gefunden. Ja. Gehört, er wurde den befreit. Habt ihr auch gesehen, ja. Der war auch tatsächlich mit dabei, als die Kaiserin gegründet wurde. Welche Helden haben ihn befreit, habe ich gehört. Ja, das waren wir. Aber nichts zu danken. Tatsächlich? Ja. Nun ja, worauf ich eigentlich hinaus will. Als Reichserstgeheimrat war er doch nominell der Befehlshaber der KGIA. Und diese hat vielleicht noch Spione dort oder ehemalige, die uns vielleicht dahingehend beraten können. Ihr meint, er war der Befehlshaber des Teils der KGIA, der sich nicht Angenbruch angeschlossen hat. Tut das jetzt etwas zur Sache, wenn wir jemanden finden möchten, der sich da drüben auskennt? Vielleicht. Reden wir mit Paligon.